Wir gehen meistens alle am 25. und 26. zum Skilaufen. Und dann gab es auch schon mal Silvester in Las Vegas oder dann eben auch mal ganz ruhig bei einem Freund irgendwo. Ich denke mal, es wird irgendwo in einem Schneegebiet sein, dass man da irgendwas macht. Ja. Bisschen Skifahren und dann nachher ab 7. und 8. Januar geht es wieder mit den Dreharbeiten weiter. Wir drehen gerade Kung Fury mit Michael Fassbender und mit dem Arnold Schwarzenegger. Ich habe auch noch Drehtage Anfang nächsten Jahres. Der Film wird dann, ich denke mal, nächstes Jahr im November in die Kinos kommen. Silvester feiere ich wahrscheinlich in meinen Bars auf St. Pauli als Multifunktionstranse und Sehenswürdigkeit und trinke mir dann das neue Jahr schön. Das weiß ich noch nicht. Mein Kameramann meinte, er würde dann gerne nach Honolulu fliegen, um dort zu feiern. Das ist ja gleich um die Ecke von Delhi. Deswegen, wir gucken. Silvester reise ich wahrscheinlich. Letztes Jahr war ich in Marokko und dieses Jahr werde ich mal gucken. Irgendwas Last-Minute-mäßiges, was nur irgendwie 200 Euro kostet und danach ab in den Süden. Also das ist immer ein großer Diskurs, wo gehen wir jetzt wirklich hin? Und dann meistens ist es so, dann sagen wir, hey, kommt ihr alle zu uns? Und das sind auch die meisten schönsten Abende. Da wird improvisiert und ich koche wahnsinnig gerne. Und ich habe so ein Gartenhäuschen nur für der Kochgeschirr, weil ich viele Leute eingeladen habe. Dann schleppe ich das alles wieder rein und dann wird also für 30 Leute gekocht und ich liebe das. Und die Kinder helfen dann und dann laden ihre Freunde ein und dann ist es ein Mehrgenerationsmomentum, das ist sehr schön. Und was wir aber nicht machen, wir ballern am Mitternacht nicht und das mehrere Gründen, aus Umweltgründen. Aber auch deshalb, weil wir immer an die Menschen denken, die dieser ganze Feuerwerkkörper auch für miserable Bezahlung und schreckliche Umstände gebastelt haben. Und es gibt noch einen weiteren unabhängigen Grund dafür, wir wollen unsere Hunde das nicht antun. Und deshalb meistens Mitternacht gucken wir auf den See und das ist so ein schöner Moment, auch ein besinnlicher Moment und vor allem wünschen wir uns gegenseitig und allen anderen, die uns jetzt auch zusehen und zuhören, einfach nicht nur besinnliche Tage, sondern einfach ein glückliches neues Jahr, vor allem gesundes neues Jahr. Alles andere kriegen wir geregelt.